Herzlich willkommen in unserer gemeinsamen Yoga-Klasse. Wir werden heute mit einem Fundament arbeiten, mit der Erde unter uns, die uns Halt geben wird. Und wir nutzen dieses Fundament, um da ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen. Sicherheit, die uns trägt, die uns stabilisiert. Ein Fundament, das wir nutzen, um darauf zu wachsen und in ein Gefühl der Freiheit zu kommen. Also ein Gefühl des Erden unter uns. Und der Freiheit in uns oder über uns. Und ich habe mir als Hauptteil dieser heutigen Yoga-Klasse eine Standhaltung herausgesucht aus der Heldenserie. Es gibt drei davon, drei Helden- oder Heldinnenpositionen im Yoga. Wir werden heute die Heldenposition 3 machen und kennen das wahrscheinlich im Alltag noch oder aus dem Sport als Standwaage. Das ist heute das Ziel unserer heutigen Yogastunde. Wir gehen erstmal in ein Gefühl für diese Stunde, ein Gefühl des Erdens, ein Gefühl des Stabilisierens, des Ankommens und machen das im Liegen, bevor wir die weiteren Schritte darauf dann aufbauen werden. Ich möchte also bitten, euch gemütlich einzurichten im Liegen und euch ein Hilfsmittel zu suchen. Das ist ein Gurt, den brauchen wir nachher, den schon mal in Reichweite legen, ein Gurt oder etwas Ähnliches, ein Gürtel, was ihr zur Hand habt. Und wenn ihr das für euch gefunden habt, dann lasst uns im Liegen beginnen, einer gemütlichen, entspannten Position. Wenn ihr euch in die Yogamatte, in die Unterlage hineinkuschelt, dann mal so ganz bewusst diesen verbindenden Kontakt nach unten finden, bitte. So findet auch ganz viele Auflageflächen, mit denen ihr die Unterlage unter euch berührt. Und ermöglicht auch den Augen, sich zu schließen. Das ist ein probates Mittel, damit die Aufmerksamkeit von außen nach innen kommt, damit wir das Geschehen um uns herum mal ein bisschen loslassen dürfen. Das war bis eben noch relevant, es war wichtig. Jetzt ist Yoga. Und so wie ihr die Yogamatte berührt, wie ihr auf ihr zum Liegen kommt, so beginnt unsere gemeinsame Yoga-Praxis heute. Bitte euch nochmal diese Auflageflächen zu spüren und euch noch ein bisschen weiter in sie hineinzukuscheln. Also lasst die Auflageflächen, die ihr wahrnehmt, etwas größer werden. Lasst euch mit etwas mehr Körpergewicht in die Unterlagen sinken. Da braucht es jetzt keine besondere Aktivität, keine besondere Körperspannung. Eher so das Gefühl, dass auch mal Dinge, die wir nicht mehr brauchen, dass sie loslassen dürfen. Dass wir sie abgeben dürfen Richtung Erde. Vielleicht eine Körperspannung, die jetzt gerade nicht braucht, um hier zu liegen. Dann lassen wir uns so eine kleine Wahrnehmungsreise machen, die uns am Anfang dieser Praxis mit unserem eigenen Körper verbindet. Ich bitte euch, die Aufmerksamkeit in die Füße zu bringen und sie zu spüren, die euch durch den Tag hindurch trugen, die Füße. Bis eben berührten sie die Erde. Schritt für Schritt kamt ihr hier auf eurer Yogamatte an. Jetzt dürfen die Füße sich ein bisschen ausruhen. Beobachtet, ob sie sich ein wenig entspannter, ein wenig lebendiger und freier anfühlen dürften. Auch die Zehen. Und dann bringt die Aufmerksamkeit weiter in die Fußgelenke, von dort in die Unterschenkel, in die Kniebereiche. Die Knie sind die größten Gelenke unseres Körpers. Ermöglicht denen so ein bisschen mehr Weite zu finden. Dann streift durch die Oberschenkel hindurch zu den Hüftgelenken, der Übergang zwischen den Beinen und dem Oberkörper. Wenn ihr die Hüftgelenke nochmal mit so einer inneren Weite, einer inneren Entspannung erfahren dürft, dann dürfen die Beine nochmal so ganz locker sich ablegen. Beobachtet auch den Beckenbereich, wie er die Unterlage berührt. Gebt da ein bisschen Gewicht ab, sodass von unten der Boden euch Halt und Stütze geben kann. Und streift weiter durch den Rücken hindurch, den unteren Rücken, den oberen Rücken mit seiner Berührung zur Unterlage. Dann erspürt die Schultern, diesen breiten Schulterbereich. Die Schultern müssen im Moment nichts tragen. Ihr könnt ihr einfach ein wenig sanfter Richtung Boden sinken lassen. Dann schafft es ein Gefühl von Entspannung in den Schultergelenken. Erfährt dann die Oberarme,
an die Ellenbogen. Er spürt die Unterarme und die Handgelenke, die Hände und Finger. Sie brauchen im Moment nichts greifen. Die können einfach zur Ruhe kommen. Spürt wieder in den Schulterbereich zurück. Von dort in den Nacken und den Kopfbereich, das Hinterhaupt, das die Unterlage berührt, kann der Kopf nochmal zurückschmelzen. Auch das Gesicht, die Gesichtszüge erlaubt denen so ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter zu werden. Stellt euch insgesamt vor, dass die gesamte Vorderseite eures Körpers etwas weicher, etwas sanfter wird. Sie darf das erfahren, da wir von der Rückseite von unten Halt bekommen. Wir können den Boden spüren, der uns Halt gibt, der uns trägt. Die Vorderseite darf sich dadurch entspannen. In dieser körperlichen Verbindung bitte ich euch auch wahrzunehmen, wie die Atmung durch ihn hindurchströmt. Bekommt ein Gefühl für die Atmung, für das Einatmen und für das Ausatmen. Lenkt das Einatmen in die Vorderseite eures Körpers, werdet dort ein bisschen freier, ein bisschen lebendiger. Und lenkt das Ausatmen in die Rückseite eures Körpers zur Erde, werdet dort noch ein bisschen sanfter, ein bisschen ruhiger. Nach oben einatmen, werde dort präsent, in dieser Leichtigkeit, in dieser Freiheit. Nach unten ausatmend, werde ein bisschen geerdeter und ruhiger. Mal tiefer einatmen beim nächsten Mal. Und dann tiefer ausatmen. Mach das nochmal, nochmal ganz bewusst, tief einatmen. Und dann tief wieder ausatmen. Und dann lass den Atem im Anschluss frei fließen. Beobachte wieder, welchen Rhythmus er findet. Das ist für jetzt ein guter Rhythmus. Er spürt nochmal den gesamten Körper, auch die Glieder eures Körpers, auch die Arme, die Hände, die Finger, die Beine, die Füße, die Zehen. Und beginnt hier in dieser Peripherie mit den ersten kleinen Bewegungen, die euch jetzt gut tun. So ein klein bisschen Räkeln in den Zehen, in den Fingern. Dann lasst diese Bewegung größer werden in die Füße, in die Beine, in die Hände, in die Arme. Ihr könnt euch dann auch mehr und mehr strecken. Euch in diesen Moment, in diesen Raum, in dem ihr seid, wieder hineinräkeln. Euch ein bisschen mehr dehnen. Alles tun, was euch lebendig werden lässt, was euch ankommen lässt in diesem Moment. Und wenn ihr Unterlagen unter euch habt, dann räumt die bitte zur Seite. Auch wenn ihr zugedeckt seid, dann räumt das bitte zur Seite. Und kommt nochmal auf der Yogamatte zum Liegen zurück. Ich möchte mit euch mit einem Gefühl der Länge in diese Stunde eintauchen. Legt die Beine bitte nochmal ab, schiebt die Fersen von euch weg, so richtig weit weg. Bringt die Arme nach hinten, verschränkt die Finger und dreht die Handinnenflächen nach hinten Richtung Wand. Jetzt einatmen, zieht euch auseinander, schiebt euch mal ganz lang bitte und ausatmen, lasst wieder los, werdet sanft. Einatmen, lang strecken, die Fersen gegen so einen Widerstand wegschieben, ausatmen, wieder loslassen. Und nochmal, einatmen, ganz lang werden, so aus euch herausstrecken, aus allen Fasern des Körpers, ausatmen, loslassen. Dann stellt den linken Fuß auf. Rechte Ferse schiebt weiterhin weg, greift euch das rechte Handgelenk und zieht hier nach hinten. Streckt jetzt die rechte Körperseite in die Größe, auch die rechte Flanke. Mal hier einatmen nach rechts, lang werden, ausatmen, sanft werden. Mal einatmen, lang werden, zwischen Ferse und Handgelenk aufspannen, ausatmen, dort wieder loslassen. Und nochmal einatmen, ganz groß werden, so aus euch herausstrecken, so richtig groß, 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 groß und ausatmen, loslassen. Gut, dann wechselt die Seite, so rechten Fuß aufstellen, linkes Bein ablegen, linke Ferse wegdrücken gegen so einen Widerstand, das linke Handgelenk greifen, dann zieht hier nach hinten, spannt die linke Seite auf, im Einatmen, werdet groß, ausatmen, entspannt.
Einatmen, lang werden zwischen Ferse und Handgelenk. Weit ausstrecken. Ausatmen, loslassen. Und nochmal, einatmen, ganz groß werden in der linken Seite. Richtig weit rausstrecken aus dem Körper. Ausatmen, wieder lösen. Dann stellt den linken Fuß mit dazu. Verschränkt nochmal die Finger hinter euch, vielleicht so ein Finger weiter in die Variante, die nicht von selbst entsteht, wenn die Hände sich hier verschränken. Nochmal aus der Kraft der Beine so ein bisschen zurückschieben auf der Matte. Rutscht so ein bisschen zurück, so einen Millimeter zurück, atmet ein, schiebt euch zurück. Ausatmen, wieder loslassen. Mal einatmen, nach hinten schieben, auch mit den Flanken nach hinten, mit dem Scheitel nach hinten. Ausatmen, entspannen. Und letzte Runde, nochmal tief einatmen, ganz lang werden, richtig rausstrecken aus dem Körper. Ausatmen, entspannen. Okay, dann bringt die Arme nach oben, einfach so schulterbreit die Arme öffnen, nach oben locker ausschütteln. Also ganz belebend, ganz mobilisierend die Arme bewegen. Und dann Kreis mit den Handgelenken, also schöne sanfte Kreisbewegungen. Aber dann in die andere Richtung kreisen. Mobilisiert die Finger, also schon locker durch die Finger durchbewegen. Okay, dann legt die Arme neben euch wieder auf der Yogamatte zurück, neben eurem Körper und hebt das rechte Bein nach oben, schüttelt das raus, also ganz locker rausschütteln, das Bein nach oben. Als würdet ihr die Spannung des Tages mal aus dem Bein rausschütteln, ganz locker, locker, locker. Okay, dann kreist hier oben mit dem Fuß. Ja, wir haben im Hauptteil der Stunde wieder eine Standsequenz, die vor uns liegt. Wir brauchen die Füße. Ja, mal andersrum kreisen. Ja, jetzt mal den Fuß lang machen, die Zehenspitzen zur Decke. Und dann den Fuß anwinkeln, die Ferse Richtung Decke schieben. Ja, also auch hier bewegen. Noch gleich die Beobachtung wahrnehmen, wie die Beinrückseite sich ein bisschen mehr dehnt, wenn ihr die Ferse hochschiebt. Wenn ihr die Zehen nach oben streckt, also den Fuß lang macht, dehnt sich die Vorderseite, Schienbeinmuskulatur und Fußrücken. Gut, schon mal das Bein ausschütteln und wieder aufstellen. Gut, das linke Bein nach oben ausschütteln. So alles, was da an Spannung vom Tag noch drin ist, einfach mal rausschütteln aus dem Bein. Richtig schön beleben. Ja. Gut, dann den Fuß hier oben kreisen lassen. Das macht das Fußgelenk mobil, das verbindet uns dann mit dem Boden und darüber suchen wir die Balance aus diesem Fußgelenk heraus. Ja, lass es mal in die andere Richtung kreisen, damit es auch so rum durchbewegt wird. Ja, den Fuß anwinkeln, die Ferse hochschieben und dann strecken, die Zehen nach oben und das dynamisch weitermachen. Immer beobachten, wie die Muskulatur mitspielt, wo was dehnt. Okay, nochmal das Bein ausschütteln und dann den Fuß wieder aufstellen. Hier mal die Beine aufgestellt ausschütteln. Muss ganz locker werden in den Beinmuskeln, bitte. Okay, wir bleiben bei den Beinen. Mit euch nochmal das linke Bein abzulegen am Boden. Jetzt das rechte Knie zu greifen. Zieht es ran an den Oberkörper. Ihr könnt das Knie oder die Kniekehle greifen, dass wir es am besten erreichen könnt. Mit euch mal mit dem Ausatmen das rechte Knie nach unten Richtung Brustkorb ranzuziehen. Mit dem Einatmen das Knie ein Stück nach vorn zu schieben. Das hier dynamisch weiterzumachen. Und immer wenn ihr ausatmet, dann schiebt man extra weit die linke Ferse weg. Und drückt den linken Unterschenkel Richtung Boden. Also linkes Bein ist am Boden. Ja, die Ferse schiebt von euch weg am Boden. Und das rechte Knie zieht ihr ausatmend heran. Ja, da kann der linke Oberschenkel so eine kleine Dehnung erfahren. Ja, nochmal mit dem Ausatmen das rechte Knie ranziehen, linke Oberschenkel nach unten drücken. Und einatmend auflösen, beide Füße aufstellen, mal kurz ausschütteln. Dann die andere Seite, rechtes Bein am Boden ablegen, die rechte Ferse wegschieben, linkes Knie ranziehen, greifen, Knie oder Kniekehle, mit dem Ausatmen linkes Knie zum Brustkorb ranführen, mit dem Einatmen wieder ein Stück wegschieben. Und so wie ihr das im Atemfluss dynamisch weiterübt,
So nutzt das Ausatmen, schiebt dabei extra die rechte Ferse weg im Ausatmen und den rechten Oberschenkel über die Innenseite nach unten. Also im Ausatmen rechtes Bein ganz lang ablegen und nach unten drücken. Dann kann der rechte Oberschenkelansatz, der Psoasbereich, so ein bisschen aufdehnen. Und nochmal mit dem nächsten Ausatmen links ranziehen, rechts nach unten drücken und einatmend auflösen. Beide Füße wieder aufstellen, nochmal die Beine ausschütteln. Gut, wir brauchen jetzt ein Werkzeug, ein Gurt oder ein Gürtel, das was ihr in Reichweite habt, um das um den rechten Fuß zu legen. Linken Fuß lasst ihr aufgestellt. Dann hebt ihr das rechte Bein nach oben. Bringt dieses Stück Stoff bitte nicht ganz nach hinten, an den Hinterfuß Richtung Ferse, sondern eher nach vorn. Da, wo der Zehenballenbereich ist, also kurz bevor die Zehen ansetzen, ja, sind vor der Fuß, da bringt ihr den Stoff hin. Also das Bein muss sich nicht durchstrecken. Ja, lasst das eher ein bisschen angebeugt, dass es nicht ganz so fest wird in der Kniekehle. Den linken Fuß ganz locker aufsetzen, das Becken nach unten sinken lassen. Und wenn das Becken nach unten sinkt und da Gewicht abgibt, sich erdet, dann könnt ihr mal mit dem Ausatmen oder Einatmen die rechte Ferse nach oben drücken und mal schauen, wie weit das rechte Bein sich streckt. Ja, mit dem anderen Atemzug das Knie wieder ein bisschen anbeugen. Also bleibt er dynamisch. Ja, beispielsweise im Ausatmen die Ferse hochschieben, Einatmen wieder ein bisschen lösen oder andersrum. Ja, es ist ein kleiner Wechsel aus Anspannen und Entspannen. Ja, dann probiert beim nächsten Mal eher ein langes Bein zu orientieren, also eher lang zu bleiben jetzt und aus der Dynamik in diese statische Dehnung zu kommen. Wenn es in der Kniekehle sehr stark aufspannt und sehr fest wird, dann das Knie ein bisschen anbeugen. Mal schauen, ob sich das da entspannt. Ihr könnt dann immer noch im Laufe der Zeit den Oberschenkel weiter von euch wegdrücken und das Bein weiter strecken. Man findet das richtige Maß, also diese natürliche Grenze der Dehnung jetzt für die Beinrückseite. Und das kann sehr individuell sein, das kann sehr angespannt sich anfühlen, dann immer so ein bisschen nachgeben, also respektiert das, was machbar ist. Für manche andere kann es sehr sanft sein, wenn ihr euch also mehr Dehnung wünscht, dann schiebt den rechten Oberschenkelknochen weiter von euch weg nach vorn. Wenn das immer noch nicht reicht, dann rutscht mit dem linken Fuß weiter nach vorn oder legt das linke Bein am Boden ab. Und wenn das noch nicht reichen sollte, dann könnt ihr das gestreckte rechte Bein näher zu euch ranziehen. Also das Bein lang machen, Oberschenkel wegdrücken und den Fuß weiter Richtung Kopf ziehen, über den Kopf. Egal, wo ihr jetzt seid, an welcher Position, ihr seid da richtig, wo es eine angenehme Intensität hat. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Lieber ein bisschen nachjustieren, ein bisschen nachgeben, als zu viel wollen. Und atmen. Ich bitte euch nochmal so einen richtig schönen, angenehmen Atemzug zu schöpfen. Und dann löst langsam wieder auf. Stellt erstmal beide Füße vor euch wieder auf. Und schüttelt die Beine aus, weil so diesen Unterschied auch dabei wahrnehmen zwischen rechts und links. Also ganz locker diese Anstrengung wieder rausschütteln aus dem Bein. Gut, wir wechseln zur anderen Seite. Also rechten Fuß lasst ihr aufgestellt. Mal mit dem linken Fuß den Stoff nutzen, Gürtel oder Gurt, was ihr greifbar habt. Auch hier nicht an den Hinterfuß versetzen, nicht Richtung Ferse, sondern nach vorne an den Vorderfuß Richtung Zehenballenbereich. Also da, wo unmittelbar die Zehen beginnen, da mit dem Stoff, da kommt ihr an.
Das hat den Vorteil, wenn ihr dann den Stoff zieht, dann hebelt der Vorderfuß ein bisschen runter und die Ferse höher und das aktiviert etwas mehr die Dehnungslänge in der Beinrückseite. Wir beginnen sanft, rechter Fuß bleibt aufgestellt, lass das Becken nach unten sinken, lass mal so wirklich gut mit dem Boden verbinden und mit dem nächsten Ein- oder Ausatmen mal die Ferse ein Stück höher schieben und mit dem anderen Atemzug wieder das Knie anbeugen. Ja, so mit ein bisschen spielen, mal ein bisschen mehr dehnen, mal wieder einen Schritt zurückgehen. Auch hier beobachten, wo ist denn so diese Intensität okay, wo ist eine natürliche Grenze, in der das Bein der Rückseite angenehm dehnt, ohne das wirklich übertreiben zu wollen. Und an dieser natürlichen Grenze des Möglichen bitte ich euch jetzt anzukommen, ja, mit damit zu finden, da euch ranzutasten. Wir gehen aus der Bewegung in die Ruhe. Hier immer noch darf das Becken Gewicht abgeben. Dann kann die linke Ferse ein bisschen höher schieben. Wir schauen, wie weit kann das Bein sich strecken, wie weit ist es okay. Ohne etwas zu übertreiben. Längeinformationen brauchen immer ein bisschen Zeit, sodass die Muskelstrukturen, die Muskelfasern nicht einen Widerstand aufbauen, um sich zu schützen, sondern wirklich im Laufe der Zeit die Dehnung zulassen, also die Spannung rausnehmen, die Kraftspannung rausnehmen, sodass die Fasern sich strecken können. Braucht ein bisschen Zeit. Wenn ihr so das Gefühl habt, das wird eher fester statt sanfter, dann seid ihr ein bisschen zu weit gegangen, dann beugt das Knie mal zwischendurch deutlicher an. Und andersherum, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das ist ganz okay, möchte das gerne steigern, dann schiebt die Ferse weiter hoch, drückt den Oberschenkelknochen weiter von euch weg nach vorn oder krabbelt mit dem rechten Fuß ein Stück nach vorn. Die Maximalmöglichkeit wäre, das rechte Bein abzustrecken, also abzulegen, am Boden die Ferse wegzuschieben und die linke Ferse hochzudrücken. Wenn es von der Intensität immer noch nicht ausreicht, dann drückt den linken Oberschenkel weiter nach vorn und zieht dann das gestreckte Bein näher zu euch heran, sodass der Fuß so Richtung Kopf orientiert wird. Und vergesst das Atmen nicht. Mal tief durchatmen und dann löst wieder auf, mal beide Füße vor euch aufstellen, die Beine ausschütteln, also ganz locker einfach die Beine ausschütteln bitte. Gut, sehr schön. Legt auch diesen Stoff, also Gürtel oder ähnliches zur Seite, wir brauchen das im Moment nicht mehr. Wir gehen in eine kleine Kompensation der Dehnung. Zieht da bitte die Knie zu euch ran, greift euch beide Knie oder Kniekehlen. Das ist jetzt sehr, sehr angenehm entspannt für die Beinrückseite. Wir gehen da gleich jetzt in den Rücken weiter, dreht die Ellenbogen etwas nach außen und schaukelt nach rechts und links. Jetzt kann der untere Rücken sich strecken und er wird massiert. Könnt auch gerne andere Bewegungen machen, also mal Kreise machen oder andere Formen mit den Knien in die Luft zeichnen. Einfach dadurch die schönsten Stellen im Rücken finden, die massiert werden dürfen. Gut, dann landet wieder mittig, stellt beide Füße vor euch auf, breitet die Arme seitlich aus, bringt da gerne die Handrücken zur Unterlage, dann können die Schultern ein wenig sanfter werden und jetzt schaukelt man den Beinen nach rechts und links. Das ist jetzt eine schöne Drehbewegung für den Rückenbereich.
macht das so richtig angenehm. Ja, so ein ganz angenehmes, harmonisches Tempo. Jetzt darf der Rücken einen Teil der Anstrengung oder Anspannung des Tages loslassen über diesen bewegenden Moment. Das wird also weicher und sanfter sich anfühlen im Lauf der Wiederholungen. Der Kopf kann entgegengesetzt mitfließen. Und dann kann der gesamte Rücken teilhaben. Ja, macht so richtig schöne, weiche Bewegungen daraus. Und das noch zweimal zu jeden Seiten. Und wenn ihr dann in der Mitte wieder angekommen seid, dann positioniert die Füße angenehm nah vor dem Beckenbereich, bringt die Arme wieder neben euch auf der Yogamatte zum Liegen. Und bringt hier Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander, wie ein Okay-Zeichen, das ihr euch vorstellt. Wir gehen mit der Bewegungsreise der Aktivität weiter in den Rücken, in die Wirbelsäule. Das Becken bitte einrollt, sodass der untere Rücken Richtung Boden kommt. Jetzt drückt beide Füße nach unten und hebt das Becken nach oben. Ihr rollt den Rücken hoch, nehmt die Arme mit einem weiten Bogen nach hinten zur Erde. Macht hier eine kurze Pause, jeweils eine Faust, mal wirklich diese Pause nutzen, diese Kraft fühlen in den Händen, Unterarm, im Rückenbereich, in den Beinrückseiten. Dann die Fäuste öffnen, Daumen und Zeigefinger zum Bogen zusammenbringen und nach vorn wieder abrollen. Den Rücken nach vorn bringen und ablegen, die Arme nach vorn bringen. Wenn das Becken angekommen ist, dann zieht die Knie in den Oberkörper, greift euch die Knie oder Kniekehlen und rollt euch gern auch ein, also führt die Stirn in die Nähe der Knie und dann kommt zurück. Wir machen das dynamisch weiter. Becken einrollen, nach oben heben den Rücken, die Arme oben nach hinten ablegen. Eine kurze Pause mit Fäusten und dann wieder öffnen in diese Geste, Daumen und Zeigefinger zusammenbringen, die Arme nach vorn, den Rücken nach vorn. Wenn das Becken angekommen ist, dann die Knie oder Kniekehlen greifen, euch einrollen. Und zurückkommen. Wir nehmen den Atem mit, in Ruhe einatmend, den Rücken hoch, die Arme nach hinten. In der Atemfülle eine Pause mit Fäusten. Im Ausatmen auflösen, nach vorn zurückkommen. In der Ausatemleere die Knie ranziehen, euch einrollen und zurück. Ich führe euch nochmal eine Runde hindurch. Einatmen, die Füße drücken den Boden weg, das Becken hebt sich hoch, die Arme kommen nach hinten. In der Atemfülle in dieser Kraft verweilen. Im Ausatmen auflösen, wieder zum Boden zurückkehren. In der Atemleere die Knie ranziehen. Zurückkommen und weitermachen. Und macht so einen eigenen Tempo draus. Der Rhythmus kann schneller sein oder langsamer sein, je nachdem. Ich bitte euch in all dem so eine ganz angenehme Sequenz zu finden, die sich harmonisch anfühlt, die wirklich Atem und Bewegen vereint und verschmelzen lässt. In die Fülle und in die Leere. Gut, wir beginnen eine neue Runde nach dieser. Wenn ihr diese neue Runde begonnen habt, dann nutzt das Ausatmen, bringt dann nur die Arme nach vorn. Mit dem nächsten Ausatmen bringt ihr nur die Arme nach vorn. Wir gehen aus der Bewegung, aus der dynamischen Schulterbrücke in die statische Schulterbrücke. Dafür nochmal die Füße so orientieren, dass die Fersen gefühlt unter den Knien ankommen. Die Fersen drücken nach unten zum Boden, finden da ein Fundament und aus diesem Fundament, aus diesem Druck nach unten, kann das Becken nach oben aufsteigen. Der Steiß schiebt von euch weg, nach vorn hoch Richtung Oberschenkel, also Becken ein bisschen einrollen, den unteren Rücken länger machen.
Dann die Arme, lass sie entweder angewinkelt, dann zeigen die Fingerspitzen nach oben zur Decke, die Unterarme so neben euch. Oder ihr legt die Arme nach vorn Richtung Fersen ab und verschränkt vielleicht die Finger miteinander. Das ist die für die Schultern aktiviertere Form. Zieht beide Schultern abwechselnd unter den Rücken. Mal erst rechts, dann links, dann nochmal rechts und links, bis ihr die Schulterblätter zusammengeschoben habt, bis sie zur Wirbelsäule kommen. Schultern drücken sanft nach unten. Die Schulterblätter schmiegen sich hoch an den Brustkorb und heben den hoch. Ja. Und jetzt mal in dieser Ausrichtung wieder wahrnehmen. Ja, die Kraft nach unten. Wir drücken den Boden weg mit den Füßen. Und durch diesen Kraftakt in der Rückseite, in der Muskulatur unseres Körpers, durch diese Stabilität mit dem Boden, kann die Vorderseite sich auffächern. Ja, mal hier in die Vorderseite hineinspüren, diese Weite, in diese Präsenz, auch in den Atem, der den Atemraum durchströmt. Ja, mit dem Einatmen nach oben lebendig fühlen, nicht verharren. Mit dem Ausatmen Kraft nach unten finden. Ihr könnt hier bleiben, ein paar kleine Bewegungen anbauen, damit es nicht ganz so anstrengend wird. Oder wenn ihr mehr Kraft investieren möchtet, dann mal nur den rechten Fuß in den Boden drücken, linkes Knie ranziehen und linke Ferse hochschieben Richtung Decke. Hier atmen, egal ob ihr mitmacht oder nicht. Und dann den Fuß wieder zurückbringen. Mal durchatmen, die mitmachen, bitte den Seitwechsel, linken Fuß nach unten drücken, rechtes Knie ranziehen, rechte Ferse hochschieben. Hier atmen und zurückkehren. Sind wir alle gelandet? Nochmal so ein schöner tiefer Atemzug. Dann bringt die Arme zurück an die Ränder der Yogamatte, zieht die Schultern wieder breit, so richtig breit nach außen und rollt euch langsam mit dem Rücken ab. Also ganz langsam diesen Bodenkontakt wahrnehmen, der sich ausbreitet. Wirbel für Wirbel sinkt zum Boden, bis ganz am Ende das Becken ankommt. Und dann kann es sich mit dem Fundament des Bodens verbinden, kann sich aufsetzen. Er fährt Halt von unten und so wie das Becken ankommen lässt, so kann der Körper so eine Entspannung genießen. Er so beobachtet, wie das passiert, wie die Entspannung durch den Körper strömt. Und wie dieser belebende Wunsch des Durchatmens entsteht, schafft ihm gerne Raum, dem Atem. Ich möchte nochmal mit euch diese Kraft ausgleichen, einmal in den Beinen, wenn die Beine locker ausschüttelt. Dann kann auch die Beinrückseite, die eben gefordert war, sich mal wieder ganz, ganz frei bewegen, ja, lebendig werden. Gut, dann komm wieder an, breitet ein zweites Mal die Arme zur Seite aus und schaukelt wieder mit den Beinen nach rechts und links. Macht nochmal diese Drehbewegung daraus, die jetzt dem unteren Rücken gut tut und die ihm hilft, von dieser Anspannung wieder lebendig zu werden. Also nochmal so ganz weich und geschmeidig bewegen. Gut, zweimal noch für jede Seite. Und dann lasst uns in der Mitte wieder landen am Ende. Einmal noch die Knie ranziehen, so eine wunderbare Verbindung zu euch selber, so ein wunderbarer, geborgener Moment, bevor wir diese Reise jetzt weitergehen werden. Und dann greift euch mit beiden Händen das linke Knie, streckt das rechte Bein hoch und holt hier Schwung, schwingt euch hoch zum Sitzen, bitte. Und lasst uns einen gemütlichen Sitz bitte finden für einen Moment, vielleicht auf dem Sitzkissen. Ja, wenn ihr was trinken mögt, dann nutzt das auch gerne, nutzt den Moment dafür. Wenn ihr dann so einen passenden Sitz für euch gefunden habt, dann schließt die Augen. Lasst uns hier ankommen. Einmal im Sitz und zum anderen
mit dieser Aufmerksamkeit auf uns selbst. Also wenn die Augen sich schließen, kann die Welt sich mal so ein bisschen herausblenden oder ein bisschen weniger bedeutend werden mit ihren Erwartungen und Aufgaben und den Dingen, die auf uns einwirken. So kann ein innerer Blick sich öffnen, der zu uns selbst nach innen schaut. Legt ihr auf dem Weg nach innen zu euch selbst die rechte Hand in die linke Hand hinein. Eine sehr schöne Schale, in der wir die Sinne nochmal bündeln, in der wir uns fokussieren. Und jetzt schaut zum Becken und lasst das Becken nochmal mit Gewicht nach unten sinken, sodass die Auflagefläche, die das Becken jetzt hat, sich vergrößert. Spürt, wie noch mehr Halt von unten entsteht, wie der Boden euch trägt. Und hier nach unten ist dieses Fundament der Sicherheit, ein Halt, ein Anker nach unten. Ja, schafft bei dem Ausatmen genau dieses Gefühl nach unten. Setzt diesen Anker, diese Geborgenheit im Ausatmen. Und mit dem Einatmen nach oben, so lasst du eine innere Aufrichtung, eine innere Größe entstehen, die sich frei, die sich lebendig, die sich leicht anfühlt. Ausatmend, dieser Ruheanker, das Erden nach unten, diese Sicherheit, die die Erde uns schenkt. Und einatmend, daraus nach oben aufrichten, aus der Sicherheit wachsen, frei und leicht werden. Beides sind Pole, die wir in dieser Yoga-Klasse brauchen werden. Wir brauchen die Erde unter uns und wir ermöglichen uns dadurch so eine Größe, so eine Leichtigkeit, so eine spielerische Freiheit. Bringt für den nächsten Teil der Praxis bitte die Hände vor dem Herz zueinander. Das ist eine wunderschöne Geste, mit der wir uns nochmal begrüßen dürfen in unserer gemeinsamen Yogastunde. Atmet dazu beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn ihr einatmet, dann breitet die Arme aus, macht so einen ganz weiten Bogen seitlich nach oben. Mit dem Ausatmen bringt die Hände wieder zusammen, führt sie vor die Stirn, dann den Mund und das Herz. Beginnt nochmal für euch, bitte. Und wenn ihr dann wieder angekommen seid und es mögt, dann verneigt euch gerne mit so einem inneren Willkommensgefühl in unserer gemeinsamen Yoga-Erfahrung. Dann lasst uns daraus wieder aufrichten und die Augen langsam wieder öffnen. Schön, dass ihr heute da seid. Namaste, 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 Namaste. Also, wir tragen die Erfahrung von Stabilität und Bewegungsfreiheit oder Leichtigkeit mit in diese Yoga-Klasse. Hatte ja schon gesagt, dass der Held oder Heldenposition 3 heute der Schwerpunkt dieser Yoga-Klasse ist, also die Standwaage. Einiges haben wir schon dafür getan. Wir brauchen dafür eine gute Länge der Beinrückseite. Die haben wir uns schon mit der liegenden Position erarbeitet. Dann braucht es eine gute Stabilität im Rumpfbereich. Da werden wir jetzt nochmal eintauchen in so eine Bewegung, die uns lebendig macht, die uns aber auch angenehm zentriert. Und dann führen wir das alles zu einer Balance-Sequenz zusammen und probieren uns dann aus in dieser Standwaage. Erstmal geht's geerdet weiter im Vierfüßler. Kommt da bitte mit mir an. Und nutzt einfach für euch so ein paar Momente, um euch mal durchzubewegen. Ja, so ein bisschen zu räkeln. Also eine Bewegungsreise durch den Körper zu machen. Gut, und dann kommt bitte in die Kindsposition. Legt euch da sanft auf die Oberschenkel ab. Lasst die Stirn weich Richtung Yogamatte schmelzen und lasst die Arme vorn. Das ist eine sehr schöne, geborgene, geerdete Haltung, die uns hier zueinander, also zu uns selbst bringen darf. Ja, wir sind bodennah geerdet. Das Gesäß mal sanft zurückschieben Richtung Fersen. Dann kommt auf die Fingerkuppen und krabbelt mit denen nach vorn. Mal richtig lang werden in den Körperseiten. Ganz lang. Wir brauchen Länge, wir brauchen Größe unseres Körpers heute. Krabbelt auch in die Breite der Yogamatte, aber lasst die kleinen Finger auf der Matte drauf. Legt dann die Hände flach wieder zurück, die Finger auffächern, die Fingergrundgelenke die Matte reinsaugen. Mit einem runden Rücken kommt hoch in den Katzenbuckel.
dann gleitet weiter in den Pferderücken hinein, stellt die Füße auf und schiebt das Becken nach hinten hoch zum abwärts schauenden Hund. Lass die Knie gern angebeugt, dann kann der Rücken sich weiter strecken, also richtig hochschieben das Becken, Hände in die Matte reindrücken und zurückkommen in den Katzenbuckel, wieder einrollen, in den Pferderücken weitergleiten und zurück in die Kindsposition eintauchen. Das machen wir im Atemfluss, ja, mit dem Einatmen hochkommen in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, mit dem Ausatmen zum abwärts schauenden Hund hochstrecken. Einatmen, wieder zurück, der Katzenbuckel und Pferderücken und ausatmend in die Kindsposition hineinsinken. Nochmal mit dem Einatmen hochkommen, bitte Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, kommt zum abwärts schauenden Hund. Hier mal bleiben und lass diese Haltung, lass sie lebendig sein, lauft auf der Stelle, also wirklich eine Ferse hoch, eine tief, also ein Knie beugen, eins strecken und fokussiert euch im Moment auf die Fersen. Wenn ihr nach hinten schaut, dann dreht die Füße so, dass ihr die Fersen nicht mehr wirklich im Blick habt. Und jetzt lasst mal die rechte Ferse mal wirklich so einen Moment nach unten, nach hinten unten schieben. Also linkes Knie angebeugt, rechtes Bein streckt sich, rechte Ferse schiebt nach hinten runter. Spürt, wie die Wade sich streckt, die Beinrückseite sich verlängert. Mal wechseln, rechte Ferse hoch, linke Ferse nach unten schieben Richtung Boden. Immer im Moment bleiben, sodass die Beinrückseite spürbar wird. Wird lang, ja, und nochmal nach rechts wechseln, nochmal rechte Ferse nach unten schieben und letztes Mal nach links, linke Ferse nach unten schieben. Gut, jetzt hebt beide Fersen hoch, beugt beide Knie an, schiebt das Becken mal so richtig nach hinten hoch, macht die Flanken lang, die Achseln lang, schiebt die Hände in die Yogamatte rein, lasst den Rücken ganz lang und senkt jetzt beide Fersen über die Außenseiten wieder nach unten Richtung Boden. Ja, nochmal hier in diese Länge kommen, wirklich aus euch herausstrecken, atmen. Einatmen, zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen, wieder in das Kind eintauchen, mal kurze Pause, bringt die Handrücken bitte an die Yogamatte, könnt die Handgelenke sich entlasten, da gerne mal die Finger und Handgelenke etwas bewegen und wir gehen wieder zurück, die Hände nach vorn, die Finger auffächern, Fingergrundgelenke in die Matte saugen, mit dem Einatmen hoch, Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmen, zum abwärts schauenden Hund strecken. Jetzt mit dem Einatmen in den Liegestütz gleiten, mit dem Ausatmen die Knie absetzen, das Brustbein für euch absetzen, das Becken ankommen lassen. Mal steiß nach hinten schieben, Schultern nach hinten rollen, ihr könnt die Hände unter die Schultern setzen oder unter die Ellenbogen. Brustbein hebt sich nach vorn hoch, wir rollen uns auf im Oberkörper, drücken die Hände in den Boden, schieben zurück mit den Vierfüßler in den Hund. Und wandert dann bitte mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Also schöne gemütliche Schritte nach vorn, so eine ganz weiche Vorbeuge. Ihr könnt die Knie etwas anbeugen, dann wird es im Rücken leichter. Also kleine Bewegungen finden in der Vorbeuge, vielleicht ein bisschen schaukeln oder federn oder einfach mal die Schultern durchbewegen. Alles braucht jetzt keine große Spannung im Oberkörper. Also ganz sanft uns vor euch verneigen. Stützt die Hände bitte auf die Oberschenkel, rollt euch in die Hocke, bleibt in der Hocke und sucht hier nochmal mit Bewegungen nach Bereichen im Körper, die sich darüber freuen dürfen. Okay, dann drückt den Boden langsam weg, mal richtig bewusst den Boden wegdrücken und dadurch nach oben kommen. Wenn der Kreislauf eine Stütze braucht, dann zieht die Oberschenkelmuskeln hoch Richtung Becken oder hebt die Zehen ein bisschen an. Kreist, wenn ihr hier angekommen seid, die Schultern sanft rückwärts, bitte. Gut, mal so ein ganz großer Bogen mit den Schultern nach hinten, dann ganz locker die Schultern ablegen, einfach nur locker ablegen. Sehr gut. Wir treffen uns im vorderen Teil der Yogamatte wieder, gehen jetzt in so einen Bewegungsfluss. Die Hände bitte vor dem Herz zueinander bringen, die Knie ein bisschen anbeugen. Mit den Fingerspitzen Richtung Knie eintauchen. Jetzt macht die Arme lang, streckt sie über vorn hoch, streckt euch ganz raus, drückt den Boden weg, ganz lange Flanken machen. Dann die Arme ausbreiten, in eine Vorbeuge eintauchen, die Knie anbeugen, Oberkörper mal weich nach unten sinken lassen. Jetzt in die halbe Vorbeuge, die Hände gegen die Schienbeine drücken, den Rücken nach vorn verlängern, ganz lange Flanken machen und in die ganze Vorbeuge die Spannung auflösen, ganz weich nach unten sinken. Rechter Fuß jetzt mal so weit es geht, so einen ganz großen Ausfallschritt zurück. Mal kurz das Becken tiefer sinken lassen.
den Blick heben, nach vorn bringen, also dass der Rücken lang wird, der rechte Oberschenkel so ein bisschen sich strecken kann. Jetzt kommt auch mit dem linken Fuß nach hinten zum Hund. Hüfte nach hinten hochschieben, Fersen nach hinten runter. Dann die Knie absetzen, mit runden Rücken ankommen, Katzenbuckel, Pferderücken und die Kindsposition. Mal sanft hier eintauchen, mit runden Rücken wieder hochkommen, in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, zum abwärts schauenden Hund hochstrecken, Becken nach hinten hochziehen, Fersen tiefer schieben, in den Liegestütz gleiten und in Ruhe absetzen. Die Knie zum Boden bringen, Brustbein vor euch absetzen, Becken ausgleiten lassen. Steiß schiebt zurück, Schultern rollen zurück, Brustbein hebt sich nach vorn hoch. Die Kobra und dann zurückdrücken, Hände in den Boden drücken, der abwärts schauende Hund. Jetzt mit dem rechten Fuß mal das rechte Bein nach hinten hochheben, die Ferse weit wegdrücken, die rechte Hand in den Boden reinschieben, so rechte Seite ganz lang machen und den rechten Fuß jetzt nach vorn schwingen zu den Händen. Auch hier Becken erden, tiefer sinken lassen, den Blick heben, das Brustbein anheben, kann der linke Oberschenkel ein bisschen lang werden. Also in Ruhe linker Fuß nach vorn ziehen, die Vorbeuge ganz weich hineinsinken in diese Vorbeuge. Dann die halbe, die Hände gegen die Schienbeine drücken, Rücken nach vorn verlängern und die ganze Vorbeuge wieder eintauchen, hineinschmelzen, nach unten die Arme ausbreiten, über die Hocke nach oben mit runden Rücken aufrollen, die Oberschenkel nach oben ziehen, Füße nach unten drücken und die Hände zurück zum Herz bringen. Ganz nochmal dynamisch in Ruhe einatmen und in Ruhe ausatmen. Mit dem Einatmen in Richtung Knie eintauchen, über vorn hochstrecken, Boden wegdrücken, ausatmen, zum Boden, zur Erde verneigen, ganz weich, ganz sanft im Oberkörper. Einatmen in die halbe Vorbeuge, Hände gegen die Schienbeine, Rücken nach vorn, ausatmen in die ganze Vorbeuge, zurückfließen. Linker Fuß, einatmen, weit zurücksetzen, ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund hochschwingen, einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmen in das Kind hineinsinken. Einatmen, kommt wieder hoch über Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund, mal so wirklich rausstrecken aus dem Körper, einatmen in den Liegestütz gleiten, ausatmen in die Bauchlage sinken nach unten, einatmen in die Kobra aufrollen, ausatmen zurückschieben in den Hund, das linke Bein im Einatmen heben, im Ausatmen den Fuß nach vorn schwingen, mal kurz hier bleiben, einatmen, Becken tief, Blick heben, ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge, einatmen in die halbe Vorbeuge, die Beine mal ein bisschen mehr strecken, probeweise, ausatmen, die ganze Vorbeuge, Knie gerne nochmal anbeugen, einatmen, über die Seite mit den Armen nach oben, rollt euch hoch in den Stand, drückt den Boden weg, zieht die Beinmuskeln hoch, ausatmen, bringt die Hände zurück zum Herz, beginnt nochmal neu, einatmen, eintauchen, über vorn wieder nach oben strecken, ausatmen, in die Vorbeuge hineinsinken, nach unten, auch hier die Beine mal ein bisschen mehr strecken am Ende, einatmen in die halbe Vorbeuge, langer Rücken, ausatmen, die ganze Vorbeuge wieder hineintauchen nach unten, rechter Fuß im Einatmen zurück, ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund, einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind, einatmen, wieder hoch über den Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund, ihr könnt hier bleiben, mal einen Moment in die Ruhe kommen oder mit dem Einatmen nach vorne in den Liegestütz, mit dem Ausatmen zur Erde, dem Einatmen in die Kobra, dem Ausatmen zurück in den Hund, dann sind wir alle wieder versammelt, bitte euch nochmal mit dem Einatmen das rechte Bein nach oben zu bringen, die Ferse wegzuschieben. Ausatmen, den Fuß nach vorn zu ziehen, zu den Händen. Wir bleiben jetzt kurz hier, mit dem rechten Fuß so nach vorn krabbeln, dass das Schienbein senkrecht nach unten kommt, bitte. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Yoga-Blöcke griffbereit habt, die Hände auf Yoga-Blöcke stellen. Das ist manchmal ein bisschen sanfter, ein bisschen angenehmer. Gut. Wir probieren uns jetzt mit so einer Phase der Beinkraft aus. Ich bitte euch dafür, die rechten Zehen zu heben. Mal richtig hoch mit den rechten Zehen. Ja, jetzt Gewicht auf die Außenkante bringen. Dann hier vorne innen den Großzehenballen nach unten drücken, sodass das Innengewölbe des Fußes sich aufrichtet und der Innenknöchel sich hebt. Ja, also ihr seid sowohl auf der Außenkante der Ferse, hinten außen, als auch vorne innen auf dem Großzehenballen, sodass der Innenknöchel, das Innengewölbe sich hebt.
Dann die Zehen sanft wieder ablegen, ohne dieses Gewölbe zu verlieren. Wenn ihr das verliert, dann hebt die Zehen lieber mal ein bisschen an. Drückt den rechten Fuß jetzt in den Boden, richtig rein, drücken, drücken, drücken. Irgendwann werden die Hände leicht, mal so die Hände vielleicht ein bisschen weniger in den Boden drücken oder sogar abheben lassen von der Matte. Jetzt arbeiten die Beine. Ihr könnt hier bleiben, euch zwischendurch wieder aufstützen. Oder wenn ihr mehr Kraft möchtet, mit dem Einatmen dann einfach die Arme nach vorn bringen. Mit dem Ausatmen die Arme wieder nach hinten schwingen. Ja, nochmal, einatmen, Arme nach vorn bringen. Ausatmen, die Arme nach hinten schwingen. Letzte Runde, einatmen, die Arme nach vorn bringen. Kurz bleiben, atmen, Ferse wegschieben, Fingerspitzen nach vorn ziehen. Und ausatmen, Hände zurück, Schritt zurück in den Hund. Mal die Beine ausschütteln, ein bisschen bewegen. Die, die mögen, können den Vinyasa, den Liegestütz gleiten. Die, die einfach mal hier bleiben möchten im Hund, bleiben im Hund. Dann lasst uns alle wieder ankommen im abwärts schauenden Hund. Mal linke Hand in den Boden drücken, linkes Bein nach hinten hochheben, im Einatmen und Ausatmen den linken Fuß nach vorn schwingen. Gut. Erstmal alles so sortieren, dass der Unterschenkel ungefähr senkrecht nach unten kommt. Und gerne auch Yoga-Blöcke nutzen oder Fäuste nutzen, sodass der Boden nicht so weit weg ist. Gut, beim linken Fuß das Innengewölbe anschauen, die Zehen heben, Gewicht auf die Außenferse versetzen, hier vorn innen den Großzehenballen nach unten drücken und schauen, dass der Innenknöchel und das Fußgewölbe sich heben. Ja, so, ihr verfringt den Fuß von hinten außen nach vorn innen. Fußgewölbe bleibt aktiv, auch wenn die Zehen sich wieder ein bisschen zurück entspannen Richtung Boden. Wenn das Fußgewölbe dadurch nach innen unten kollabiert, dann ist die Zehen eher ein bisschen gehoben. Auch wenn wir jetzt mehr Druck auf den Fuß bringen, so viel Druck, dass die Finger mal kurz den Boden verlassen oder weniger Kraft zum Boden bringen. Ihr könnt hier bleiben oder eine Bewegung draus machen. Wenn ihr das macht, dann im Einatmen die Arme nach vorn bringen, im Ausatmen die Arme nach hinten. Ja, ruhig noch ein paar Mal. Ja, jetzt haben wir Kraft nach unten in den Beinen zum Boden. Die sind unsere Stütze und versucht die Bewegung so ein bisschen leichter zu machen. Nochmal mit dem nächsten Einatmen die Arme nach vorn bringen, so richtig rausstrecken und ausatmen. Dann die Hände zurück zum Boden, Schritt zurück in den Hund, mal diese Beinmuskeln wieder locker schütteln, ein bisschen durchbewegen. Nochmal für diejenigen, die den Vinyasa mögen, die Möglichkeit, das zu tun, also Liegestütz im Einatmen, Bauchlage im Ausatmen, Kobra im Einatmen, abwärts schauender Hund im Ausatmen. Gut, dann lasst uns alle mit den Füßen nach vorn laufen. Richtig schöne, sanfte Schritte nach vorn. Mal in so eine Vorbeuge eintauchen, was ganz weich vor euch selbst verneigen, auch Richtung Boden, der uns Halt gibt. Gut, jetzt stützt die Hände wieder auf die Oberschenkel, rollt euch in die Hocke nach oben hoch und nochmal am Ende dieser Bewegungsreise bitte in die Bewegung fließen. Überall dahin bewegen, wo es für euch angenehm ist. Und jetzt mal mit ganz viel Bewusstsein zum Bodenkontakt die Füße nach unten drücken und euch dadurch langsam aufrollen. Also ganz langsam hoch, 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 hoch. Nochmal die Schultern hier oben kreisen lassen. Gut. Und locker absetzen. Sehr schön. Wir brauchen jetzt Platz um uns herum. Also wenn da jetzt irgendwas im Weg ist, Blöcke oder Ähnliches im Weg ist, dann räumt das bitte frei. Wenn ihr was trinken möchtet, das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit. Wir brauchen jetzt viel Platz neben uns für die Arme und hinter uns für den Oberkörper und die Beine und alles, was wir da so strecken. Also vor, hinter und seitlich braucht es ein bisschen Platz. Und wir treffen uns deswegen eher im mittleren Teil der Yogamatte. Wir sind jetzt im Hauptteil angekommen. Jetzt kommt eine kleine Balance-Sequenz. Wir bereiten sie nochmal mit den Füßen und Beinen vor.
und gehen dann auch mit so ein bisschen mehr Zentrierung, also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf uns selbst in die Balance. Bitte euch zunächst mal Richtung Füße zu schauen, die Beine so aufzustellen, dass die Füße so aufzustellen, dass die Beine parallel verlaufen. Und nochmal euch erinnern, dieses Fußgewölbe, das ist essentiell für die Gesundheit des Fußes, für die Gelenke darüber, die so eingespannt sind, also wie das Knie beispielsweise. Mal die Zehen heben, auf die Außenknöchel, also auf den Außenfersen gewichten und von innen auf die Zehenballen Grundgelenke, auf den Großzehenballen drücken. Und die Zehen sanft auffächern und weich wieder absetzen. Gut. Bitte euch jetzt mal auf die Außenseiten der Füße zu wechseln, auf die Außenkanten und dann auf die Innenseite zu wechseln. Einmal mal zu probieren. Und ihr merkt da, die Beine bewegen sich mit, die machen so eine Ein- und Auswärtsrotation. Auch die Knie, die da eingespannt sind zwischen Fußgelenk und Hüftgelenk, drehen mit einwärts und auswärts. Und deswegen ist das Gewölbe im Fuß so wichtig. Wenn wir es nach innen kollabieren lassen, dann drehen auch die Knie einwärts. Und das ist dann, wenn wir gehen oder wenn wir Gewicht bringen auf die Knie, für die Innenmenisken weniger angenehm. Deswegen bitte ich euch nochmal auf die Außenkante zu kommen und jetzt den Großzehenbereich aktiv wieder nach unten zu drücken. Ja, so eine gute Balance zwischen außen und innen zu finden. Mal die Zehen sanft spreizen und weich absetzen. Wenn wir nochmal Aufmerksamkeit bei den Füßen bringen, dann stellt euch da so einen Anker vor, ja, die Füße, die euch ankern am Boden. Und da wir den Boden haben, der uns trägt, können wir uns jetzt nochmal ganz leicht, ganz sanft aufrichten, also innerlich wachsen. Ja, ausatmen, nach unten ankern. Einatmen, nach oben leicht werden. Und während wir das weitermachen, wir bringen einfach jetzt ein bisschen mehr Gewicht auf das rechte Bein und den rechten Fuß, drücken den nach unten und beugen das linke Knie an, sodass die linke Ferse den Boden verlassen kann. Einfach nur so, rechter Fuß nach unten drücken, linke Ferse ein Stück heben. Und mit dem rechten Fuß wirklich die Knochen nach unten drücken in den Boden. Jetzt zieht die Beinmuskeln im rechten Bein so ein bisschen hoch, wie so ein Strumpf, den ihr hochzieht, im rechten Bein Richtung Becken. Ja, mal die Arme ausbreiten zur Seite. Jetzt einfach das linke Knie mal ein Stück hochziehen zum Oberkörper. Ja, gut. Rechtes Knie ein bisschen anbeugen, nur so ein bisschen, dass es von außen gar nicht so sichtbar ist, aber nicht so eingerastet sich anfühlt. Und jetzt schiebt der linke Fuß nach hinten. Stellt euch da so einen Druck, so ein Kissen vor, das ihr wegschiebt, der linke Fuß nach hinten. Gleichzeitig kippt das Becken jetzt nach vorn. Der Oberkörper kommt nach vorn, der Rücken bleibt lang. Wenn ich mit dem linken Fuß so einen Druck nach hinten, sowas wegschieben nach hinten, so einen Widerstand. Linkes Bein ein bisschen länger machen, rechtes Knie anbeugen. Dann probieren, so eine Standwaage draus zu basteln. Stellt euch vor, der hintere Fuß, der schiebt gegen eine imaginäre Wand weg. Ja, mit dem Ausatmen den rechten Fuß in den Boden drücken und einatmen strecken zwischen hinterer Ferse und vorderem Scheitel. Und langsam wieder hochkommen, nochmal ganz langsam, rechtes Knie beugen, wieder aufrichten, mal linkes Knie mit beiden Händen greifen, hochziehen an den Körper, mit dem Brustkorb zwischen den Schultern rausschweben und dann stellt den Fuß bitte ab. Kurz nachspüren. Ganz easy, oder? Die Beine ausschütteln. Ganz unverhofft waren wir in der Standwaage. Okay, nochmal. So, ich führe euch durch die zweite Seite hindurch. Mal die Füße so, dass die Beine parallel sind. Nochmal dieses Gewölbe im Fuß ist wichtig, ja, damit die Knie immer eine gesunde Ausrichtung haben dürfen. Deswegen nochmal die Zehen heben. Gewicht auf die Außenferse setzen, vorne innen auf den Großzehenballen und in diesem sich verwringenden Fuß die Zehen nochmal auffächern und sanft wieder zurücklegen zur Yogamatte, ja, ohne das Gewölbe zu verlieren. So würde ich mit diesem Gefühl arbeiten, dass der Boden euch Halt gibt. Ausatmen, so dieser Fokus nach unten, diese Sicherheit nach unten und einatmen, diese Länge im Oberkörper, auch in der Rückseite, aber diese Länge finden. Und Gewicht auf den linken Fuß bringen.
Das rechte Knie anbeugen, die rechte Ferse verlässt den Boden. Und links drückt ihr nach unten und die Muskeln im linken Bein zieht ihr hoch Richtung Becken, wirklich wie so ein Strumpf, so ein Aktivitätsstrumpf. Und gleichzeitig drückt ihr der Fuß nach unten. Ja, einfach im Oberkörper frei sein, Schultern ganz locker ablegen. Ein ganz sanftes Gesicht. Die Arme ausbreiten dabei. Mal rechtes Knie hochziehen. Und wir schieben jetzt den rechten Fuß nach hinten, kippen dabei mit dem Becken nach vorne. Und ihr könnt euch so einen Widerstand im rechten Fuß vorstellen, so eine Wand, die ihr wegschiebt nach hinten. So wie das Becken nach vorn kippt, so gern das linke Knie ein bisschen anbeugen. Also stellt euch so eine parallele Körperrückseite zum Boden vor. So rechten Fuß wegdrücken, Brustbein nach vorn heben, Arme ausbreiten. Mit dem Ausatmen so einen Anker setzen nach unten. Mit dem Einatmen Wachstum und Freiheit integrieren. Atmen, Blick nach unten und langsam wieder zurück. Mal ganz bewusst aufrichten, ganz kontrolliert. Rechtes Knie am Ende hochziehen, mit den Händen halten, mit dem Brustkorb hochschweben, einatmen und ausatmen, zurückkommen. Kontrolliert den Fuß aufsetzen. Sehr schön, wir sind wieder geankert. Ja, die Beine locker ausschütteln, bitte. Gut. Und das machen wir jetzt in einer Atembewegung. Das zeige ich euch erstmal, damit ihr so einen äußeren Eindruck bekommt. Also wir sind jetzt nicht in einer ruhigen Phase, wir sind jetzt in einer dynamischen Bewegung in Balance. Das ist nicht so einfach, aber es ist eine sehr schöne Kombi zwischen sich austarieren, also mit diesem Halt, mit dieser Sicherheit arbeiten und auch so die Freiheit des Bewegens da einzubauen. Ich zeige es euch erstmal in einer Runde. Mach's ein bisschen schneller, damit ihr einfach so einen Eindruck habt und ich führe euch dann dadurch wieder. Ja. Also, mein linkes Bein ist das Standbein. Wenn ich einatme, ich breite die Arme aus, hebe das rechte Knie hoch. Wenn ich ausatme, komme ich in diese Standwaage, den dritten Held rein. Ja, mit dem Einatmen wieder zurück nach oben. Knie hochziehen mit den Händen. Ausatmen, nochmal nach hinten schieben. Ja, und letzte Runde. Einatmen wieder zurück nach oben und ausatmend in den Stand zurückwechseln. Das sieht viel graziler aus bei euch als bei mir sicherlich. Ja, genau. Spielerisch ist eine gute Idee. Es ist nur eine spielerische Yoga-Bewegung. Alles easy. So, mittlere Teil der Yogamatte, da treffen wir uns. Ich drehe mich mal rum für die andere Seite. Also nochmal, also erstmal in Ruhe ankommen, die Füße erden, mal dieses Innengewölbe für euch wieder aufrichten. Linken Fuß in den Boden reindrücken. Ja, vielleicht auch erstmal so gegenüber einen Blickpunkt, so einen Anker setzen. Balance, also Blick von Sicherheit nach unten, aber auch diese Leichtigkeit im Körper, in der Bewegungsfreiheit. Links drückt nach unten, rechts das Knie hochziehen, einatmen und ausatmen, die Arme ausbreiten, rechts nach hinten wegschieben, linkes Knie leicht beugen, mal ganz lang werden, mit dem Einatmen ganz in Ruhe wieder nach oben kommen, mal das Knie hochziehen mit den Händen und nochmal ausatmen, rechter Fuß schiebt so eine Wand nach hinten weg, Brustbein sinkt nach vorn, einatmen, wieder aufrichten, ausatmend den Fuß wieder absetzen. Geht doch ganz easy. Die Beine ausschütteln. Gut, mal zweite Runde. Rechtes Standbein in den Boden reindrücken. Stabilitätsanker schaffen. Dadurch leicht und frei sich fühlen dürfen. Rechts nach unten, links anbeugen. Einmal so einen Blickpunkt vor euch suchen. Wir wechseln den dann im dritten Held nach unten. Ja, erstmal nach vorn, diesen Anker setzen. Arme ausbreiten, einatmen, linkes Knie hochziehen. Ausatmen, Fuß nach hinten schieben, Brustbein senken, Blick nach unten bringen. Wieder einatmen, wechseln, nach oben kommen, den Boden wegdrücken, Knie hochziehen mit den Händen. Ausatmen, nochmal nach hinten schieben, ganz weit werden, ganz sanft werden. Einatmen, letztes Mal hoch nach oben. Und ausatmen, zurück in den Stand wechseln. Sehr schön. Wieder ankommen.
Beine ausschütteln. Und ich bitte euch jetzt, die Füße mal ganz zusammenzubringen. Das Stehen ist ja viel gewohnter als so eine Standwaage, ja, als der Tritt erhält. Wir stehen oft, selten aber mit geschlossenen Beinen. Und jetzt bitte ich euch mal, diese Auflagefläche zu visualisieren, die die Füße jetzt machen. Das ist gar nicht so weit, das ist eher so eine schmale Basis, die die Füße jetzt haben. Mal die Zehen nicht krallen, eher so ein bisschen heben die Zehen oder so, dass ihr da Luft spürt unter den Zehen. Gut. Der Oberkörper darf sich aufrichten. Ich möchte mit euch aus dieser Bewegung wieder so eine Ruhe kommen und euch bitten, ob es möglich ist, die Augen zu schließen, das mal zu tun. Das ist gar nicht so einfach. Ja, jetzt sind da ganz viele Bewegungen, die der Körper macht. Zum einen waren wir eben in Bewegung, kommen jetzt zur Ruhe, und zum anderen ist diese Ruhe doch eher ungewohnt, dieser Stand. Und trotzdem ist der Anker unter euch, der Boden ist da. Ja. Immer mit dem Ausatmen da diesen Ruhepol setzen. Und mit dem Einatmen diese Bewegung zulassen. Ja. Wir dürfen sie zulassen, die kleine Bewegung des Oberkörpers, dieses Austarieren, weil wir eben diesen Anker nach unten haben. Euch dann mal dem Atem Raum zu schenken und die Augen dann wieder zu öffnen. Und zack, ist der Sinneseindruck wieder da, die Orientierung im Raum ist wieder da und der Stand wird viel sicherer. Ja. Gut, setzt die Füße jetzt bitte etwas breiter als die Hüfte auf und beginnt ein ganz lockeres Schaukeln und Schwingen um euch herum. Auch das hat diesen Ruheanker nach unten und dadurch diese Freiheit hier in der Bewegung. Ja, wenn ihr so ein richtig angenehmes Tempo findet, dann können die Arme so schön mitschwingen. Ganz lockere Bewegung genießen. Ja, und die Arme, die können fliegen, die können nach hinten anklopfen, dann wird das Gewebe stimuliert, massiert. Wir haben den Anker unter uns. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr den Boden nochmal wegdrückt unter euch, dann darf so eine innere, angenehme Aufrichtung entstehen nach oben. So ein nach oben Schrauben. Okay, dann lasst die Bewegung bitte ausschwingen und kommt mit mir im vorderen Teil der Yogamatte bitte an. Wir bringen die Hände wieder vor dem Herz zueinander, wir bauen den Weg wieder zurück, mal die Knie sanft anbeugen, mit dem Einatmen hier eintauchen, über vorn nach oben strecken und mal diesen Boden wegdrücken, nach oben wachsen, ausatmend zum Boden, zur Erde sinken, in die Vorbeuge, einatmen in die halbe Vorbeuge, mal ganz lange rücken, die Beine lang gestreckt, die Innenseiten der Oberschenkel wegdrücken, ausatmen die ganze Vorbeuge, die Knie nochmal anbeugen, atmen und in diese Vorbeuge hineinfließen. Ihr könnt gerne auch mal die Hände hinter den Beinen verschränken, einfach ein Handgelenk greifen. Das zieht uns ein bisschen sanfter in die Vorbeuge rein. Und auch hier gibt es diese zwei Pole, Sicherheit und Freiheit. Die Sicherheit im Stehen, dafür sorgen die Füße und Beine. Die sind unser Anker, ja, unser Stand. Und dadurch die Freiheit des Oberkörpers, der mal so alle Spannungen nochmal loslassen kann. Vielleicht mögt ihr das mit kleinen Bewegungen mal ein bisschen probieren, mal so ein bisschen den Kopf bewegen oder so kleine Federbewegungen mit dem Oberkörper machen. Gut.
Wenn ihr mehr in der Vorbeuge tun möchtet, ihr könnt die Innenseiten der Oberschenkel nochmal nach hinten schieben, also die Beine ein bisschen länger machen. Möglichst so, dass der Abstand des Oberkörpers zu den Oberschenkeln nicht allzu groß wird. Die Kraft der Beine fühlen, die Freiheit im Oberkörper genießen. Dann lasst die Arme nach unten ausgleiten, die Knie leicht anbeugen, linker Fuß, ein ganz großer Schritt zurück, nochmal kurz das Becken tiefer, nochmal den Blick heben, nochmal die linke Oberschenkelmuskulatur sich dehnen lassen dürfen, einatmen, ausatmen, auch rechts zurück in den Hund, mal mit dem Einatmen in den Liegestütz fließen, ausatmen, zum Boden gleiten, einatmen, steiß zurück, Schultern zurückrollen, Brustbein heben, ausatmen, zurückschwingen in den Hund. Und hier mit Bewegungen arbeiten, die euch jetzt gut tun, bevor wir wieder Bodennähe wechseln. Und dann kommt mit den Knien wieder zum Vierfüßler nach unten, macht nochmal so eine Räkelreise wie ganz am Anfang unserer Yoga-Praxis, als wir hier im Vierfüßler starteten. Mal spüren, was tut hier gut. Und dann bitte ich euch, also in das Kind zurückzukommen. Ihr könnt da die großen Zehen zusammenbringen, die Knie etwas weiter öffnen, das Gesäß sanft nach hinten sinken lassen. Ihr könnt die Hände vorn belassen, ihr könnt sie auch unter die Stirn als Kissen nutzen oder die Arme nach hinten ablegen. Ich bitte euch mal hier anzukommen. Ich werde kurz in den Sitz wechseln, damit ich besser sprechen kann und besser mit euch in Verbindung sein kann. Ihr habt die wunderbare Möglichkeit, mal wirklich diesen Kontakt zu nutzen. Einerseits der Bodenkontakt. Wir sind jetzt nicht mehr in dieser spielerischen Balance. Wir sind jetzt wirklich wieder zentriert und geerdet. Sehr bodennah. Ja. Andererseits auch nah euch selbst gegenüber. Und mit dieser Nähe entsteht die Geborgenheit. Nicht nur nach unten, sondern auch um euch herum. Ich bitte euch nochmal dem Atem Raum zu geben. Und dann die Hände neben den Knien auf die Matte aufzustützen, euch langsam nach oben zu rollen. Zum Sitzen und für euch einen angenehmen Sitz zu finden. Ihr könnt dann Kissen nehmen, ihr könnt die Beine nach vorn ablegen, ihr könnt vor euch die Füße aufstellen, ihr könnt die Schienbeine überkreuzen. Also einfach den Sitz nutzen, der für jetzt gut ist. Ich möchte mit euch nochmal hier im Sitz landen. Ja. Wir machen einen Drehsitz jetzt daraus, um dem Rücken wieder so ein bisschen Beweglichkeit zu gönnen. Meine linke Hand an das rechte Knie oder rechten Oberschenkel. Die rechte Hand hinter euch aufsetzen. Das kann so auf dem Kissen hinter euch sein oder am Boden. Das Becken erden im Ausatmen. Im Einatmen aufrichten. Und im Ausatmen nach rechts drehen. Atmet hier. Immer wenn ihr ausatmet, stellt euch vor, das Becken, das gibt Gewicht ab, wird dann ein bisschen ruhiger, auch ein bisschen sanfter. Und wenn ihr einatmet, ist so eine innere Leichtigkeit, so eine Freiheit nach oben. Und diese beiden Anker, die sind immer wieder Teil der Yoga-Praxis. Egal in welcher Körperposition wir sind, das ist immer dieses Prinzip, das uns folgt heute. Mit dem nächsten Einatmen zurückkommen, beide Arme nach oben heben, die Flanken verlängern, mit dem Ausatmen nach links drehen, die linke Hand nach hinten, rechte Hand an das linke Bein. Ja, mit dem Einatmen so eine innere Aufrichtung finden, mit dem Ausatmen das Becken erden und sanft werden in der Drehung. Diesen Anker nach unten mit dem Ausatmen. Das ist immer wieder das Gefühl, anzukommen, da zu sein. Und dieses Leichtwerden, diese Freiheit, diese Lebendigkeit im Einatmen, das ist so dieses sich entfalten dürfen aus diesem Bodenanker.
die Größe finden, die wir haben. Mit dem nächsten Einatmen zurückdrehen, die Arme heben. Mit dem Ausatmen die Hände an die Oberschenkel ablegen. Wir bleiben noch einen Moment im Sitzen. Vielleicht ist es ein anderer Sitz jetzt, in dem wir Ruhe finden und uns dem Atem widmen. Also findet immer das für euch Passende. Auch diesen Mix zwischen Ruhe im Sitz bekommen, also nicht immer nur suchen, sondern auch mal ruhig werden dürfen und doch so eine innere Leichtigkeit und Freiheit da einbauen im Sitz. Legt ihr die Hände bitte Richtung Hüfte, Oberschenkel oder Knie ab, da wo es für euch angenehm ist. Bringt die Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Und wenn ihr euch mal einrichtet, dann wirklich diese Qualitäten dieses Sitzes suchen. Ein Ruhepol nach unten, der euch trägt, der euch ein Fundament schafft. Und so diese Leichtigkeit nach oben aufbauen. Wenn ihr das habt, dann auch gerne die Augen schließen. Ich möchte mit euch den Blick zur Atmung bringen, um dieses Balancegefühl zwischen Ruhe und Lebendigkeit auch im Atem zu finden und damit auch dem Geist zu schenken. In der yogischen Sichtweise sind die beiden Atemqualitäten, also Ein- und Ausatmen, mit verschiedenen Eigenschaften verbunden. Das Einatmen, das hat so eine aktivierende, so eine lebendige, so eine präsente Wirkung. Und das Ausatmen ist eher so eine sanfte Wirkung, was Ausatmen, was Loslassen, sich beruhigen. Dafür steht das Ausatmen. Wir neigen im Alltag oft dazu, das eine zu verlängern. Also wenn wir ruhig sind, vielleicht auch müde sind, dann ist oft die Ausatmung verlängert. Oder wenn wir uns beruhigen wollen, verlängern wir die Ausatmung. Und wenn wir uns aktivieren wollen oder allgemein sehr aktiv sind oder sehr gefordert sind, dann ist oft die Einatmung sehr schnell. Oder auch tiefer. Ich möchte mit euch eine kleine Atemübung machen, um Ein- und Ausatmen in ein gleiches Verhältnis zu bringen. Wir werden dafür einen Zählrhythmus nutzen. Wir werden 4 Zählzeiten nutzen zum Einatmen und 4 Zählzeiten zum Ausatmen nutzen. Ich begleite euch dorthin, mit euch zunächst erstmal nochmal den Sitz, in dem ihr seid, so anzupassen, dass ihr euch wohlfühlt. Ruhig und doch lebendig. Geerdet und frei. Und dann dem Atem einfach zu folgen. Ihn nicht zu beeinflussen, einfach nur folgen. Beobachten, wie er atmet. Einatmet und wie er ausatmet. Atmet beim nächsten Mal bewusster und etwas länger ein und so auch wieder tiefer und länger aus. Mal in Ruhe einatmen, in Ruhe ausatmen. Auf 4 Zählzeiten in Ruhe einatmen. 2, 3, 4 und wieder ausatmen. 2, 3, 4, sanft einatmen, 2, 3, 4, sanft ausatmen, 2, 3, 4, sanft ein, 2, 3, 4 und aus, 2, 3, 4, ein, 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4 und ein. Für euch selbst weiterzählen, bitte.
beginnt nach der Runde eine weitere. Wenn ihr diese Runde dann beendet, dann lasst die Atmung wieder fließen, ohne sie zu lenken, ohne sie in einen Rhythmus zu bringen. Einfach freilassen und weiter beobachten. Wie fühlt sich die Atmung an, wenn ihr sie frei und lebendig einfach fließen lasst? Welchen Rhythmus findet sie? Bitte euch dann das Beobachten in den Körper zu bringen, euren Sitz zu fühlen. Wir sind im letzten Teil der Yoga-Praxis angekommen, in einem Ruhepol. Ihr könnt Shavasana hier im Sitz verbringen oder ihr könnt euch auch gerne hinlegen auf den Boden, so wie ihr das möchtet. Das Einatmen und das Ausatmen begleitet uns weiter. Es harmonisiert den Geist. Es ist genau die Harmonie zwischen Lebendigkeit im Einatmen und Ruhe im Ausatmen. Sodass der Geist nicht in das eine und nicht in das andere schwingt, sondern Ruhe und Lebendigkeit vereint. Wenn der Geist eine Aufgabe dafür braucht, dann bleibt beim Beobachten des Atems. Schenkt euch einen Moment einfach für euch. Genießt den Moment.
Das Ausatmen lässt uns nach unten Halt und Sicherheit erfahren. Und daraus entsteht das Einatmen nach oben in die Vorderseite unseres Körpers, schenkt uns diese Leichtigkeit, diese Freiheit des Lebens. Hört euch beim nächsten Mal tiefer wieder auszuatmen zur Erde und bewusster wieder einzuatmen und dann erste kleine Bewegungen zu genießen, die jetzt angenehm sind. Bewegungen, die euch in den Gliedern lebendig machen, die euch mobil werden lassen, die euch in die Welt strecken, die euch ankommen lassen im Hier und Jetzt. Dann stellt die Füße bitte wieder auf, greift euch nochmal die Knie oder Kniekehlen, nutzt diesen Moment als Verbindung zu euch, als Nähe zu euch, als Umarmung. Und nehmt diese Nähe, diese Sicherheit zu euch selbst, nehmt sie mit, wenn ihr das linke Bein nach oben streckt, das rechte Knie greift, mit dem linken Bein Schwung aufbaut und hochkommt zum Sitzen. Lasst uns nochmal für einen kleinen Augenblick sitzend ankommen, sodass wir diese Yogastunde zum Ende führen. Wenn ihr euch hier im Sitz eingerichtet habt, dann bringt die Hände bitte vor eurem Herz zueinander. Sicherheit und Freiheit. Zwischen diesen Polen finden wir die Yoga-Praxis wieder. Wir haben diese Elemente zusammengebracht in die Heldenstellung 3, in die Standwaage. Wir finden sie im Atem wieder. Und auch in der Balance im Geist. Ich möchte euch einladen, wenn wir die nächsten ersten Schritte gleich gehen werden, von der Yogamatte hinweg, dass wir bewusst den Boden wahrnehmen, der uns Halt gibt, unser ganzes Leben lang, der uns ermöglicht, unseren Lebensweg zu gehen, lebendig, auf ein Ziel orientiert und doch immer mit dem Boden verbunden. Bitte euch beim nächsten Mal auszuatmen und im Einatmen die Arme auszubreiten. Macht einen weiten Bogen über die Seite nach oben, bitte. Bringt dort die Hände zusammen, atmet aus, bringt sie vor die Stirn, den Mund und das Herz. Und nochmal mit dem Einatmen die Arme ausbreiten, nach oben bringen. Im Ausatmen die Hände wieder vor eurem Herz zurückbringen. Wenn ihr es mögt, dann verneigt euch gern für einen Moment vor euch selbst. Mit einem inneren Danke euch selbst gegenüber für die Zeit, die ihr euch schenkt. Das Vertrauen, das ihr auch euch gebt. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten. Mal ganz bewusst die Augen wieder öffnen. Ich wünsche euch einen schönen Weg durch die nächsten Tage mit viel Sicherheit und doch auch einem freien, lebendigen Gefühl der Wege, die ihr geht. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Wir machen dann nächstes Mal weiter in dieser Position in der Standwaage. Bis dahin, vielen Dank. Namaste, 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 Namaste.